Diesen Brief hier, den habe ich gestern aus Versehen im Büro mitgenommen. Sylvia darf den Brief niemals sehen. Wenn du mir bei Simon hilfst, habe ich vielleicht eine Ahnung, wer ihn haben könnte. Hyperbank Liechtenstein. Das glaube ich jetzt nicht. Der alte Saalfeld spielt vor meiner Mutter den Wohltäter und in Wahrheit reserviert er sich die 2 Millionen für sein Privatvergnügen? Sie wollen an seinem Stuhl sägen. Deshalb haben Sie diesen ganzen Mist hier installiert, weil Sie wissen, dass er damit nicht mehr zurechtkommt. Was soll denn jetzt der Schwachsinn, bitte? Und weil Sie scharf auf seinen Posten sind. Seit Ihrem unerlaubten Besuch vermisse ich einen wichtigen Brief. Ich möchte jetzt von Ihnen wissen, ob Sie den an sich genommen haben. Ja oder nein? Ich habe nichts gestohlen. Weder einen Brief noch sonst irgendwas. Es wäre ja nicht das erste Mal. Ich darf Sie daran erinnern, dass Sie schon mal etwas haben mitgehen lassen. Hier aus meiner Wohnung. Ja, ich weiß. Den Zeitungsartikel über Barbara von Heidenberg. Und genau deshalb würde ich so etwas ja auch nicht noch einmal tun. Wissen Sie, ich bin nämlich lernfähig. Frau Strubel, dieser Brief ist privat und streng vertraulich. Wenn Sie also etwas damit zu tun haben, dass er entwendet wurde, nun? Herr Direktor, es tut mir sehr leid, dass ich den Computer benutzt habe, ohne Sie um Erlaubnis zu fragen. Aber ich bin keine Diebin. Ehrlich nicht. Ich hoffe für Sie, dass Sie mich nicht anlügen. Ich finde sowieso heraus, wer den Brief genommen hat. Und dann? Was? Wenn Sie den Brief genommen haben, dann zeige ich Sie an. Und Ihren Job sind Sie dann auch los. Zombiekler, was ja auch mal wieder was für Ihre Fitness tun. Danke, nein. Mich würde viel mehr interessieren, was Sie dem Xaver da vorhin gerade bei einem Floh ins Ohr gesetzt haben. Flöhe am Fürstenhof? Sollten Sie da nicht lieber die Kammerjäger rufen? Och, sehr witzig. Aber diesmal habe ich Ihr Gerede nicht über die Computeranlage mitbekommen, sondern, wie sagt man so schön, live und in Farbe. Und wenn Sie denken, Sie könnten das gute Verhältnis zwischen Xaver und mir sabotieren, dann haben Sie sich getäuscht. Selbst wenn ich das wollte, das bräuchte ich gar nicht. Das erledigt der liebe Xaver ganz von allein. Ach so, ja, das habe ich ja ganz vergessen. Er hat ja das neue Programm nur eingeführt, um mich lächerlich zu machen und irgendwann meinen Posten zu übernehmen, oder? Ich hätte es nicht treffender formulieren können. Vielen Dank für Ihre Anteilnahme, aber ich traue mir durchaus zu, Menschen richtig beurteilen zu können. Und wenn ich mir Sie beide, den Xaver und Sie, so nebeneinander anschaue, dann kommt er Ihnen 100-mal vertrauenswürdiger vor als ich. Ich will Ihnen wirklich nicht Ihre Illusionen rauben, Herr Sombichler. Aber haben Sie tatsächlich schon vergessen, in welche Schwierigkeiten er Sie gebracht hat? Mit seiner falschen Prinzennummer. Wem nützt denn das ganze Projekt eigentlich? Außer unserem Computer, Craig. Im Grunde sind wir mit dem alten System ganz gut gefahren. Die neue Software ist eine Arbeitserleichterung für uns Sorry, alle. Sorry, Michel, ich habe sie immer sehr geschätzt. Vor allem, weil Ihnen niemand ein X von U vormachen kann. Aber in dem Fall, der Steinle will Sie sanft und heimlich entsorgen. Und Sie merken es nicht mal. Trotz aller Menschenkenntnis. Warum habe ich Herrn Saalfeld nicht einfach erklärt, was passiert ist? Ach, aber so sauer wie der Chef war, hätte er mir nie im Leben geglaubt, wenn er sogar mit einer Anzeige droht. Eigentlich eine Frechheit. Er hat doch Dreck am Stecken.
warf seiner Freundin vor, das Geld aus der Lebensversicherung in eine Stiftung stecken zu wollen. Dabei betrügt er alle. Sie, die Versicherung. Um 2 Millionen einzukassieren, die ihm gar nicht zustehen. Und dann droht er mir mit der Polizei. Hätte ich bloß diesen blöden Brief nicht aus Versehen eingesteckt. Ich will mit dem ganzen Mist nichts zu tun haben. Zehn Minuten Pause für alle. Außer für dich. Normalerweise bestimme ich gern selbst, wann meine Leute Pause machen. Ich habe mir auf deine Empfehlung hin die kleine Strobel vorgeknöpft. Na ja, dann hast du ja deinen kostbaren Brief wieder. Wo ist das Problem? Das Problem, liebster Bruder, ist, sie behauptet steifenfest, sie hat das Schreiben nicht. Sieh mal an. So viel Rotz hätte ich ihr gar nicht zugetraut. Ich hätte es gemerkt, wenn sie mich anlügt. Sie hat den Brief nicht. Aber sie war gestern Abend die Einzige, die sie so spät noch in deinem Büro rumgetrieben hat. Ja, außer dir. Ach so. Bin ich jetzt wieder der Verdächtige Nummer 1? Dankeschön. Das war das letzte Mal, dass ich dir geholfen habe. Indem du jemand falschen verdächtigst, um von dir abzulenken? Indem ich dir erzählt habe, wie verdächtig sich Emma Strobel benommen hat. Sie war genauso im Büro wie du. Angeblich, um den Menüplan dazulassen. Habe ich doch, oder etwa nicht? Schon. Aber dabei ist er rein zufällig der Brief zwischen die Finger geraten. Glaub doch, was du willst. Tut mir leid, dass ich der Strobel mehr glaube als dir. Aber du hast mir in der Vergangenheit leider oft genug Grund gegeben, dir zu misstrauen. Du bist zu dämlich. Wichtig oder sagen wir besser kompromittierende Dokumente so wegzuschließen, dass sie nicht in die falschen Hände kommen. Ach, jetzt bin ich auch noch selber schuld. Entschuldigung, ich habe deine geheime Post nicht. Also, wenn du mir mit Silvia drohen willst oder irgendwie erpressen, du bist immer noch auf Bewährung. Du bist es doch, der sich haarscharf am Rande der Legalität bewegt. Eine unrechtmäßig kassierte Lebensversicherung im Ausland parken und gleichzeitig seiner Geliebten den großmütigen Spender vorspielen, das ist sowohl rechtlich als auch moralisch sehr fragwürdig, findest du nicht? Jetzt komm du mir nicht mit Moral und Anstand. Und wenn du nicht bald aufhörst, mich zu beleidigen und zu beschuldigen, kann ich für nichts garantieren. Ha, da ist er wieder, der André, den wir so schätzen und lieben, der Erpresser. Du willst es doch nicht anders. Und deine Silvia wird eine sehr verständnisvolle Zuhörerin sein. Es geht weiter. Zieh mir bloß nicht Silvia damit rein. Mittagspause. Ich muss unbedingt was mit dir besprechen. Für das Brautkleid? Ja. Ich weiß, wir haben noch nicht mal einen Termin, aber es macht einfach Spaß. Du freust dich ziemlich auf die Hochzeit, was? Ja. Und auf alles, was danach kommt mit Werner. Und du bist dir wirklich sicher? Ja. Deswegen ist es auch ganz wichtig für mich, dass ich diesmal alles richtig mache. Einen kompletten Neuanfang, weißt du? In meiner Hochzeit denke, da bin ich total aufgeregt. Ist kindisch, oder? Ach, Quatsch. Ich fühle mich einfach so... Glücklich? Noch nie war mir ein Mann so nah wie Werner. Außer dir natürlich. Was wolltest du eigentlich mit mir besprechen? Glaubst du, dass es Werner wirklich ernst mit dir meint? Ja? Wieso fragst du? Ist irgendwas passiert? Nein, nein. Einfach nur so... Woher weiß man, dass man sich für die Richtige entschieden hat? Also, ich fühle das ganz einfach. Bei Werner kann ich zum ersten Mal meinen eigenen Gefühlen vertrauen. Endlich. Na, Xaver, alles unter Kontrolle? Ja, alles gut. Gut, dass Sie da sind. Ich möchte Ihnen ganz gerne was erklären wegen Nils Heinemann. Also, wir hatten da ja, eine kleine Meinungsverschiedenheit und
ich würde das ganz gerne gerade rücken, bevor Sie das jetzt irgendwie in den falschen... jedenfalls will ich auch nicht, dass es so rüberkommt, als ob ich jetzt Herrn Heinemann eins auswischen will wegen Marie und... Um was geht's, denkst du aber, hm? Bevor Sie es jetzt von ihm erfahren... Das habe ich schon. Sie wollen mir doch jetzt sicher sagen, dass ich mir keine Sorgen um einen Stuhl machen muss, oder? Was für ein Stuhl? An dem Sie laut Nils Heinemann kräftig sägen. Ja, genau. Nee, im Gegenteil, ich bin Ihnen wahnsinnig dankbar und ich wäre auch nicht hier, wenn Sie nicht wären. Und ich würde niemals auf die Idee kommen, irgendwie... Lassen Sie es gut sein, Xaver. Es ist doch schön, wenn Jung und Alt sich aufeinander verlassen können, oder? Ja, dann ist das ja geklärt, dann mache ich mal weiter. Was ist das, eine Reservierung fürs Restaurant? Das kann ich doch machen. Lassen Sie mich das gleich machen. So. Herr Dr. Halder hätte gerne einen Tisch für zwei Personen am späteren Nachmittag. Wird erledigt. Gut, dann gehe ich mal. Rollback Trends. Aha. Schwamm drüber nehmen Sie ja wirklich wörtlich, oder? Erst den Chef belügen, dann nichts mehr davon wissen. Nicht schlecht. Ich habe nicht gelogen. Dafür haben Sie gepetzt. Erwischt. Wenn Sie nichts zu verbergen hätten, hätte ich nichts zum Petzen. Wortverdreher. Typisch. Sie können vielleicht meinem Bruder erfolgreich die Unschuld vom Lande vorspielen. Aber ich habe Sie im Büro gesehen. Und da war sie ziemlich nervös. Wovon reden Sie überhaupt? Am besten, Sie geben mir diesen Brief. Und ich kann meinem Bruder endlich klar machen, dass ich unschuldig bin. Was, Ihr Bruder glaubt, dass Sie den Brief haben? Ja. Das tut mir leid. Emma? Herr Sonnenbichler möchte, dass du antanzt. Sofort. Was? Nun mach schon. Du weißt doch, wie gern er wartet. Ja. Was soll das werden, wenn es fertig ist? Das könnte ich Sie fragen. Mein lieber Spurnheim. Schon aus Rücksicht auf Ihre Mutter sollten wir beide sehr freundlich zueinander sein. Lassen Sie Emma einfach in Ruhe, klar? Dann kommen wir beide uns auch nicht in die Quere. Ben vom Heidenberg, der Rächer aller Dienstmädchen. Niedlich. Aber passen Sie auf, dass Sie sich nicht übernehmen. Wenn ich mir nur zwei Sachen wünsche anstatt drei. Glaubst du, die Chancen sind dann besser, dass sie in Erfüllung gehen? Unverbesserlicher Optimist, der ich nun mal bin, deute ich das als ein Ja. Na schön, liebe Fee, ich kann es ja mal probieren. Jetzt, was willst du? Nummer eins, einen Früchteshake bitte. Und Nummer zwei, eine Begleitung fürs Kino. Brauchst dich hier gar nicht einzuschmeicheln. Mein Vater hat mir schon von deiner jüngsten Glanzleistung erzählt. Ja, er war wohl ziemlich beeindruckt, als er mich beim Training beobachtet hat. Wie kommst du da drauf, Xaver zu unterstellen, dass er auf Kosten meines Vaters Karriere machen will? Das habe ich dem Steinle gesagt. Und nur ihm. Dass dein Vater das mitbekommt und gleich Prüfern weitererzählt, dafür kann ich doch nichts. Und du meinst, es macht es besser? Ich sag dir gerne auch ins Gesicht, was ich von diesem Steinle halte. Ah ja, dann mal zu. Mir ist ein echter Frosch. Allemal lieber als ein falscher Prinz, wenn du verstehst, was ich meine. Wie viele Nächte hast du grübelnd wachgelegen, bis dir dieser Wahnsinnswortwitz eingefallen ist? Das ist meine ehrliche und begründete Ansicht. Willst du meine ehrliche und begründete Ansicht hören? Du hältst es bloß nicht aus, dass ich mich mit Xaver besser verstehe als mit dir. Dabei könntest du das auch haben. Du müsstest nur aufhören, Kollegen während der Arbeit zu mobben und Kolleginnen zu belästigen.
Wieso? Im Moment, da arbeitest du doch für mich. Wir hätten gern zwei Plätze. Ja, damit hast du mir meinen ersten Wunsch erfüllt. Es tut mir leid, wir sind komplett voll heute. Was muss ein armer Frosch tun, damit die hübsche Fee auch noch den zweiten gewährt? Solange du dich nicht bei Xaver entschuldigst, läuft gar nichts. Aber dann gehst du mit mir ins Kino. Das hab ich so nicht gesagt. Oder Sie müssen in zwei Stunden noch mal. Sie sind doch die Chefin hier. Was kann ich für Sie tun, Herr Dr. Halder? Ja, wir hätten gern zwei Plätze. Haben wir reserviert. Ben. Danke für vorhin. Ich war kurz davor, dem Konopka alles zu sagen. Das habe ich gemerkt. Deswegen die kleine Notlüge. Aber im Endeffekt ist es dadurch nur hinausgezögert. Das ist doch nicht dein Ernst. Du willst dem Konopka doch nicht unter die Nase reiben, dass du... Nein. Nicht ihm. Aber dem Chef. Der verdächtigt jetzt nämlich nicht mehr mich, sondern seinen Bruder. Mir kommen gleich die Tränen. Oh, komm, du weißt, dass ich es hasse zu lügen. Außerdem ärgere ich mich sowieso total, in was ich mich da schon wieder reingeritten habe. Deshalb werde ich dem Direktor auch lieber die Wahrheit sagen. Selbst wenn er mich dann kündigt. Von mir aus? Rausschmeißen lassen würde ich mich deswegen noch lange nicht. Ganz im Gegenteil. Aber er wird doch darauf pochen, dass ich den Brief genommen habe. Aus Versehen, Emma, aus Versehen. Auch sonst bist du in viel besserer Position. Der Chef hat doch bloß Schiss, weil der Brief ein handfester Beweis für seine typisch krummen Touren ist. Deswegen rastet er aus. Hast du deiner Mutter eigentlich schon davon erzählt? Ich hatte es fest vor, aber ich konnte nicht. Sie ist so verliebt in ihn und freut sich auf die Hochzeit. Ich habe es einfach nicht übers Herz gebracht, ihre Illusion vom tollen Werner-Hecht zu zerstören. Du bist eben doch ein guter Mensch. Zumindest gelingt es dir manchmal so zu tun. Am besten, du marschierst mitsamt dem Brief beim Direktor rein und machst ihm klar, dass er sich besser vor dir fürchten sollte als umgekehrt. Stimmt. Denn im Gegensatz zu ihm habe ich ja nichts Schlimmes gemacht. Worauf wartest du denn noch? Ach, ich weiß nicht. Er war nämlich nicht nur sauer auf mich, sondern er hat mir richtig gedroht mit Anzeige und so. Na gut. Dann schmuggel ich den Brief eben zurück ins Büro. Was würdest du für mich tun? Aber Herr Dr. Halder ist Stammgast und er hatte reserviert. Er weiß doch, wie das bei uns läuft. Ja, sorry, ich kann hier keine Reservierung finden. Der war richtig sauer, als er keinen Tisch bekommen hat. Und ich habe ihn und seine Frau erst mal auf Kosten des Hauses an die Bar gesetzt. Ja, wir sind komplett ausgebucht, auch heute Abend. Und ich will jetzt hier auch irgendwie keinen blöd anschuldigen, aber dein Vater hat das eingegeben. Und du meinst, da war jetzt was schiefgelaufen? Er wollte es ja unbedingt alleine machen. Okay, das hilft ja nichts. Ich werde versuchen, Herrn Dr. Halder und seine Gattin irgendwie unterzubringen. Oder ich werde Ihnen ein exklusives Candlelight-Dinner in Ihrer Suite anbieten. Naja, ich werde das dann mal auf meine Kappe nehmen und mich bei Dr. Halder entschuldigen. Muss ja nicht gleich jeder mitbekommen, dass dein Papa sich nicht so gut damit auskennt. Hey. Herr Heinemann, wie schön. Sorry, okay? Na, wegen vorhin, Sie wissen schon. Was war das jetzt nochmal? Nichts. Eigentlich war das gar nichts. Ich habe auf Sie gewartet. Ich möchte mit Ihnen reden. Waren wir nicht schon beim Du? Warum sind Sie denn hier? Ist das jetzt so wichtig, wo er wieder da ist? Aber bevor Sie deswegen schlaflose Nächte bekommen, ich habe ihn gefunden. Jetzt wollen Sie etwa Finderlohn? Finderlohn. Es geht nach Prozent, oder? Das ist gar keine schlechte Idee bei 2 Millionen. Ein Vorschlag zur Güte. Sie legen den Brief da auf den Tisch, sagen Sie mir, von wem Sie haben. Den Rest erledige ich. Indem Sie Emma entlassen, oder was? Ach,
Frau Strobel schickt sie also vor? Nein. Ihr Bruder hatte Angst, sie machen ihn fertig. Was wollen Sie? Gar nichts. Sie wollen doch etwas. Nämlich vertuschen, dass Sie sich das Geld aus der Heidenbergschen Lebensversicherung in die eigene Tasche stecken. Das können Sie doch gar nicht beurteilen, was mir die Bank da vorschlägt. Das ist... Gleichzeitig wollen Sie von meiner Mutter als der edle Spender für einen guten Zweck dastehen. Sie sind wirklich... Dr. Kreuzkamm soll mich sofort anrufen und informieren, wann die Transfusion für Frau Tarasch angesetzt ist, ja? Wiederhören. Entschuldigung, das Wartezimmer war leer und da dachte ich, ich gehe einfach... Ja, es ist leer, weil ich heute keine Sprechstunde mehr habe. Ja, keine Sorge, das dauert auch nicht lange. Wenn Sie sich das kurz anschauen könnten, bitte. Ich musste einen Verband tragen und seitdem habe ich einen Aufschlag und das juckt wahnsinnig. Na gut, zeigen Sie mal. Ist schon stark gerötet. Ein Verband, sagen Sie? Ich sehe gar keine Verletzung. Ja, das war auch nur eine Prellung. Ach so. Ja, warten Sie, ich schaue mal nach einer Salbe. Haben Sie heute schon was von Frau Tarasch gehört? Das sollten Sie doch besser wissen als ich. Oder spricht Ihr Sohn nicht mehr mit Ihnen? Probieren Sie die mal aus. Wenn es nicht hilft, dann... Also, was Sie sich da geleistet haben. Dass Sie Ihrem Sohn nicht gesagt haben, dass er als Spender in Frage kommt. Auf Wiedersehen. Jetzt keine Panik, ich will Sie ja nicht verurteilen. Ganz im Gegenteil. Ja, gut, also anfangs fand ich Ihr Verhalten schon ziemlich daneben, aber inzwischen. Wir machen doch alle Fehler, nicht wahr? Und da sollte man es sich gut überlegen, bevor man mit dem Finger auf jemanden zeigt. Also, wenn ich irgendwas Neues aus dem Krankenhaus höre, kann ich Ihnen ja Bescheid geben, wenn Sie mögen. Das ist wirklich sehr nett von Ihnen. Sie geben mir jetzt auf der Stelle den Brief. Es ist eine dienstliche Anordnung, Chef. Oh, schön, dass es Ihnen endlich wieder einfällt, wie die Dinge zwischen uns gelagert sind. Vielleicht sollten Sie überlegen, mit wem Sie es zu tun haben. Es reicht mir jetzt, Herr Sponheim! Mit dem Sohn der Frau, die Sie angeblich lieben und die Sie ganz heimtückisch hintergehen, wie der hier beweist. Sie würden ihn auch sofort vernichten. Also behalte ich ihn. Vorsichtshalber. Um was geht's Ihnen eigentlich? Um eine Gehaltserhöhung? Typisch. Geld. Etwas anderes existiert in Ihrem Universum gar nicht. Oder ist das hier ein Machtspielchen? Wollen Sie der Mama beweisen, dass Sohnemann immer noch der Beste ist, indem Sie mich ans Messer liefern? Ich will nur eine Chance, meine Mutter die Augen zu öffnen. Dass sie weiß, mit wem sie sich einlässt, wenn sie sie heiratet. Sie sind ihrer Mutter ganz schön ähnlich. Nur leider ist es das falsche Vorbild. Ich glaube kaum, dass Sie es gerne sehen, mit Barbara in einen Topf geworfen zu werden. Muss ich auch nicht. Meine Mutter heißt Silvia. Aber was Sie hier abziehen, das erinnert mich fatal an Barbara von Heidenberg. Was redest du denn da? Liebes, es hat nicht den Anschein, wie es aussieht, es ist... Ja, da hat er allerdings recht. Aber am besten machst du dir erst einmal selbst ein Bild. Was ist denn da los mit euch beiden? Deshalb hat der Herr Dr. Heider keinen Tisch bekommen. Ja, genau. Aber ich meine, Gott, sowas kann ja mal passieren. Das ist nur in Zukunft müssen Sie vielleicht mal... Woher wissen Sie denn überhaupt, dass ich was nicht angeklickt habe? Sie geben doch ständig was ein und machen an dem Computer rum. Vielleicht haben Sie ja meine Reservierung in Ihrer Sanierungswut gleich mitgelöscht. Herr Sonnenbichler, ich würde niemals bezweifeln, dass Sie auf jeden Fall mehr Erfahrung als Chefportier haben. Aber Sie müssen mir bitte auch zugestehen, dass ich mich... ein bisschen besser mit diesem System auskenne hier. Ach, und deshalb sind Sie unfehlbar? Nein, aber ich hab's noch mal in- und auswendig gelernt auf der Schulung. Vielleicht greifen Sie bei den Reservierungen jetzt erstmal auf Ihr schlaues Büchlein zurück. Also, bis ich Sie mal ordentlich eingearbeitet habe. Soll das heißen, Sie wollen mir den Zugang zum Computer verbieten? Das würde ich mir niemals anmaßen, aber... ja, man muss nur mal mit dem nötigen Sachverstand an sowas rangehen, sonst kann einiges schiefgehen. Herr Steindle, ich glaube, Sie vergessen Ihre Position hier im Haus. Und vor allem meine. Herr Sonnenbichler, ich will doch nur, dass Sie... Ich weiß schon, was Sie möchten. Sie wollen mir nur was beibringen. Vielleicht wollen Sie mich aber auch einfach nur bloßstellen. Möglicherweise hat der Heinemann ja gar nicht so unrecht. Und das hier ist ein knallharter Verdrängungswettbewerb. Der Heinemann, der erzählt Ihnen so einen Mist und Sie glauben ihm das, ja?
Sylvia, bitte lass mir doch erklären. Verstehe ich das richtig? Die Bank, die erklärte hier, wie man es so aussehen lassen kann, als ob man die 2 Millionen aus der Lebensversicherung in diese Stiftung fließen lässt. Ohne dass ich die Kontrolle über den Betrag abgebe, ja. Das heißt de facto, du tust nur so, als ob du spendest. Sylvia, schau, es geht um sehr viel Geld. Es wäre unverantwortlich von mir, als Geschäftsmann, als Vater, als dein zukünftiger Wiederehemann, wenn ich mir bei einer solchen Summe kein Mitspracherecht vorbehalte. Wovon redest du eigentlich, Mitspracherecht? Wir beide, wir hatten verabredet, dass wir das Geld ohne Wenn und Aber spenden. Und jetzt kriege ich raus, dass diese Stiftung nur irgendeine Tarnung ist. Nein, es ist so kompliziert. Dann erklär's mir, bitte. Ich will das Geld in der Form ja eigentlich auch nicht. Aber ich will finanziell flexibel bleiben. Für den Fall, dass es Engpässe gibt, am Fürstenhof oder auch rein privat. Du hast mich angelogen. Nein, das heißt, du wolltest mich anlügen. Unser ganzes zukünftiges Leben lang. Nein, ich... Ist ja vielleicht gut, wenn ich den Schock jetzt kriege. Ehe wir uns endgültig zusammentun. Was jetzt? Ich weiß es nicht. Ich muss nachdenken. Ja. Verkriech dich ruhig in dein Schneckenhaus. Du bist ja schließlich so sensibel und ich bin ein ganz schlechter Mensch. Aber ich tue wenigstens so, als wäre ich vollkommen. Das tue ich auch nicht. Ach, aber ich frage mich, ob... Du versuchst dich doch reinzuwaschen, indem du das Geld aus deiner Lebensversicherung irgendwelchen Bedürftigen in den Rachen schmeißt. Ja, weißt du, was das einzig Richtige ist, was wir tun können? Weil wir das Geld ja angeblich nicht behalten dürfen. Es vernichten. Denn zurückgeben können wir es ja wohl schlecht. Und wem haben wir das zu verdanken? Dir. Ja, du lebst und bist gleichzeitig tot. Seiner Mutter gezeigt und das noch in deiner Gegenwart. Ganz schön dreist. Aber wenigstens wissen wir jetzt, wer sich den Brief wirklich unter den Nagel gerissen hat. Tut mir leid, dass ich... Naja, schon vergessen. Wenn du nicht vergisst, dass du mir vertrauen kannst. Ich bin dein Bruder. Und der Einzige noch dazu. Aber was deine Beziehung und deine baldige Hochzeit betrifft... Wenn es vermasselt ist, dann habe ich mir das selber zuzuschreiben. Andererseits, wenn deine Sylvia wirklich so edel und anständig ist, wie sie tut, dann müsste sie das Geld eigentlich der Versicherung zurückgeben und sich selbst anzeigen. Aber so weit geht's dann doch nicht. Das fehlt noch. Dass Sylvia für Verbrechen büßt, die eine andere begangen hat. Eine andere, die zufälligerweise die gleiche Identität hat. André, lass Sylvia in Ruhe. Ich weiß, das klingt jetzt wie ein Klischee. Aber selbst die größte Enttäuschung über einen Menschen geht irgendwann vorbei. Aber ich bin ja gar nicht enttäuscht. Also jedenfalls nicht von Werner, falls du das meinst. Nicht? Nein. Eher von mir selbst. Wieso das denn? Werner hat gesagt, ich wäre eine Heuchlerin. Wie kommt dieser Mistkerl dazu? Nein, in gewisser Weise hat er doch recht. Ich will Geld verschenken, was mir überhaupt nicht gehört. Nur damit ich mich besser fühle. Eigentlich gibt es nur einen Ausweg aus diesem ganzen Dilemma. Und wie soll der aussehen? Wir geben das Geld zurück und ich stelle mich der Polizei. Aber das hatten wir doch alles bereits. Du bist genetisch Barbara von Heidenberg. Aber ansonsten hast du mit dieser Frau nichts mehr zu tun. Überhaupt. Was hat er dir angetan, dass du hier rumsitzt, traurig bist und an dir selbst verzweifelst? Er ist derjenige, der trickst und betrügt. Und was jetzt? Mir wird das einfach alles zu viel. Was soll das heißen? Ich weiß nicht mehr, was ich denken soll. Wem ich vertrauen kann. Werner offensichtlich nicht und mir selbst. Der einzige Mensch, auf den ich mich verlassen kann, ist, bist du.
Max, die müssen zur Post. Morgen Mittag reicht. Alles klar. Felix, hey. Wie geht's dir? Och, so lala. Bisschen müde. Jetzt ist es soweit. Victoria bekommt Simons Stammzellen. Ich drück die Daumen. Es wird bestimmt alles gut gehen. Hoffentlich. Sag, fährst du heute noch mal ins Krankenhaus zu ihr? Nein, da komme ich gerade her. Ich hab's nicht mehr ausgehalten, nichts tun zu können. Simon ist bei ihr. Er hilft ihr. Das ist die Liebe. Ja, das ist sie. Ich leg mich jetzt hin. Schönen Feierabend. Danke. Ja, und du, ruh dich gut aus. Emma, ich muss mich bei Ihnen entschuldigen. Ich habe wirklich gedacht, Sie hätten den Brief meinem Bruder stibitzt. Aber jetzt ist ja alles aufgeklärt und Sie sind reingewaschen. Sagen Sie, kann das sein, dass der kleine Sponheim sich in Sie verknallt hat? Wie kommen Sie denn darauf? Na, er nimmt alle Schuld auf sich. Das macht doch nur ein Lover oder einer, der es werden will. Glückwunsch. Sie beide passen gut zusammen. Zwei echte Schlitzohr. Irgendetwas muss da gewaltig schiefgegangen sein. Ben wollte den Brief doch bloß ins Büro zurückschmuggeln. Aber so wie das klingt. Oh, Himmels Willen. Was ist da bloß passiert? Dr. Kreuzkamp. Herr Konopka. Gut, dass ich Sie treffe. Ich wollte fragen, wie ist die Übertragung des Knochenmarks gelaufen? Wie geht's Victoria, also Frau Tarasch? Den Umständen entsprechend. Ich kann leider im Moment nicht mehr sagen. Ja, Sie dürfen zu ihr. Kurz, es ist wirklich noch zu früh, mehr zu sagen. Die ersten 5 Tage sind die kritischen und dann sehen wir weiter. Und in diesen kritischen Tagen, was kann da passieren? Ein Organversagen ist in diesem Fall nicht auszuschließen. Und außerdem... Was außerdem? Besteht das Risiko eines septischen Schocks, falls der Organismus das Transplantat wieder abstößt. Und das können wir nicht. Ja, was heißt das im Klartext? Also, wie hoch ist die Chance, dass sie das alles überlebt? Also meiner Erfahrung nach... Da Ihre beiden Stammzellen eben nicht perfekt zusammenpassen, 20 zu 80, dass Frau Tarasch es schafft. 20 zu 80? So gering. Aber solche Träume, die will ich nicht mit dem Geld finanzieren. Damit kann man was Gutes tun. Ja, ja, die Krebsforschung, ich weiß. Ja. Die Stiftung soll die Erforschung seltener Krankheiten unterstützen. Und wie viel von der Versicherungssumme willst du in diese Stiftung stecken? Die ganze Summe? Meine liebste Sylvia, ich möchte dich hiermit im Beisein deines Sohnes um deine Hand bitten. Ist es dir wirklich ernst? Bei einer so ernsten Angelegenheit scherze ich nicht. Was sagst du? Ja. Was machen wir zwei Hübschen denn jetzt damit? Hm? Was ich will, kann ich damit sowieso nicht machen. 2 Millionen. Sind doch ein nettes Trostpflaster für die liebeskranke Seele, hm? Außerdem wird Sylvia auch bald einsehen, dass man so viel Geld auch behalten kann, ohne dafür gleich in die Hölle zu kommen. Aber ich lasse dich jetzt in Ruhe deine Wunden lecken.
Darum, bevor du etwas Unüberlegtes tust, sag mir Bescheid. Weißt du, worauf ich mich am meisten freue, wenn ich hier raus bin? Victoria, du sollst dich nicht anstrengen. Rate mal. Okay, auf ein großes Vanilleeis mit heißen Himbeeren. Ja, aber in Australien. Wir beide am Strand, barfuß. Ich liebe es, am Strand spazieren zu gehen, stundenlang. Hey, vielleicht sehen wir sogar Wale. Hm? Ja. Sehr schön. Kann ich kurz mit dir sprechen? Darf ich reinkommen? Was soll das? Ich liebe dich. Du bist der größte Schatz, den ich auf dieser Welt habe. Und ganz bestimmt größer und wichtiger als das hier. Vielleicht habe ich dich bereits verloren, ich weiß es nicht. Das entscheidest du. Und auch darüber sollst du entscheiden. Ich will das Geld nicht. Nimm es bitte wieder mit. Es hat uns nur Streit und Unfrieden gebracht. Ich will es nicht. Diesen ollen Computerkram auch noch beim Frühstück lesen musst. Das halte ich ja nur wirklich für übertrieben. Sollte ich mich im Xaver wirklich so getäuscht haben? Legt sich der tatsächlich nur deshalb so ins Zeug, weil er mich als Chefpartie ablösen will? Oh. Ist ja kein Wunder, dass du so verspannt bist. Ehrlichkeit, jetzt sag mir halt, was du von der Sache denkst. Also, ehe ich jetzt was Falsches sage, muss ich dich einfach noch mal was fragen. Hm? Hast du wirklich bei der Reservierung von dem Dr. Halder was Falsches in den Computer eingegeben? Hildegard, ich habe mich exakt an das Manual gehalten. Nein, es ist schlicht und ergreifend so, dass der Xaver einfach nicht zugeben kann, dass er sich geirrt hat. Ja, und jetzt schiebt er halt alles auf mich, alten Deppen. Ja, aber so ist doch der Xaver eigentlich gar nicht. Er war eigentlich auch kein Prinz von Krondorf und hat trotzdem der ganzen Welt diesen verarmten Adeligen vorgespielt, nur weil er sich dieses reiche Mädel schnappen wollte. Hä? Vielleicht hat er sich ja wirklich geändert, seit er nach Berlin ist. Und nicht zum Positiven. Morgen. Morgen, Marie. Morgen. Du, es gibt auch noch Rührei in der Küche. Danke, aber ich muss los. Hoffentlich laufe ich als erstes Nils über den Weg. Dann wird der Tag bestimmt mein Freund. Da bitte ich ihn, sich bei Xaver zu entschuldigen. Warum? Später. Jedenfalls macht er das auch wirklich. Aber dermaßen halbherzig, da hätte er es auch gleich bleiben lassen können. Fehler zuzugeben, das liegt dem Herrn ganz offensichtlich nicht. Tja, da ist er ja nicht der Einzige. Ich habe gerade deiner Mutter erzählt. Xaver ist ein ganz anderes Kaliber. Wie hast du noch gesagt, Papa? Beim Xaver, da weiß man, woran man ist. Tschüssi. Ich
hasse es nicht. Werner Saalfeld löst sich freiwillig von 2 Millionen Euro. Und was machen wir jetzt damit? Das ist der Krebsforschung spenden, das hattest du doch vor. Jetzt sag bloß nicht, er hat dich mit dieser großen Geste wieder um den Finger gewickelt. Nein. Aber gerade weil es ihm so schwer fällt, sich von dem Geld zu trennen, ist das doch der größte Liebesbeweis. Darum geht's doch auch gar nicht. Werner hat was gesagt, was völlig richtig ist. Es geht mir nicht aus dem Kopf. Dieses Geld, das bringt nur Unfrieden. Weil es für eine Verbrecherin war, die noch nicht mal bestraft wurde. Also ich jedenfalls kann dieses Geld nicht ausgeben. Selbst wenn ich es verschenke, da nehme ich mir doch was mir nicht gehört. Und das ist Unrecht. Und was willst du jetzt mit 2 Millionen tun? Keine Ahnung. Jedenfalls will ich das Geld nicht. Ich meine, wenn das Geld von Werner Saalfeld kommen würde, dann würde niemand irgendwas sagen. Er hat eben Kohle. Aber bei einer ehemaligen Krankenschwester... Ja, eben. Da würde sich doch jeder wundern, wie ich plötzlich an 2 Millionen komme. Was der Versicherung zurückgeben geht auch nicht, aus bekannten Gründen. Bleibt eigentlich nur noch, es zu verbrennen. Das war nicht ernst gemeint. Doch, das ist die Lösung. Das kannst du nicht machen. Das wäre mindestens genauso ein Verbrechen, wie es rein hypothetisch der Versicherung zurückzugeben. Aber ich ertrage das Geld nicht in meiner Nähe. Ich will damit nichts zu tun haben. Also gut. Aber bevor du dich allein in den dunklen Wald stellst und die Scheine anzündest. Würdest du das übernehmen? Für die Broschüre ist das viel zu kühl und zu grafisch. Wir wollen auf den internationalen Markt mit unseren Dirndln und dafür taugt der Entwurf nicht. Einen Moment. Ja, wie gesagt, lassen Sie sich was Neues einfallen und ich rufe später nochmal an. Gut, wiederhören. Wie geht's denn deiner Schwester? Nicht viel anders als gestern. Der Arzt sagt, wir können nur warten. Und hoffen, dass ihr Körper das Transplantat nicht abstößt. Ich weiß, was du jetzt brauchst. Hm? Einen schönen, starken Espresso. Ich mach dir einen. Danke. Dieses elende Warten. Victoria ist so tapfer und ich habe das Gefühl, sie vertraut der ganzen Sache mehr als ich. Jetzt denk nicht mehr dran. Mach dir positive Gedanken. Stell dir vor, dass das alles gut ausgeht, dann wird das schon. Und wenn das alles vorbei ist, also wenn es deiner Schwester wieder gut geht, dann fahren wir beide irgendwo hin und lassen uns verwöhnen. Ich bin Ben wirklich dankbar, dass er mich vorher in Saalfeld gedeckt hat. Hoffentlich steht ihm jetzt nicht das Wasser bis zum Hals. Ich muss mich auf jeden Fall noch bei Ben für seine Hilfe bedanken. Aber wie mache ich das, ohne dass er sich Hoffnung macht? Am Ende missinterpretiert er das noch und glaubt, ich hätte mich auch in ihn verliebt. Allmählich verstehe ich, wie Felix sich vorgekommen sein muss, wenn er das Gefühl hatte, dass ich ihn bedränge. Liebe ist echt kompliziert. Vor allem, wenn sie vom Falschen kommt. Hey, Entschuldigung. Warte doch mal kurz. Ich bin noch gar nicht dazu gekommen, mich für deine Hilfe zu bedanken. Kein Ding. Aber du musst mir jetzt erklären, warum du auf einmal behauptet hast, dass du den Brief... Es geht jetzt nicht, Emma, okay? Ich erkläre dir alles später. Aber das... Mach dir keinen Kopf, das ist schon alles in Ordnung so. Sponheim? Hey, Sponheim, warte! Vielen Dank, dass Sie Bescheid gesagt haben, Frau Engel. Ja, bis bald. Was ist jetzt? Frau Tarasch hat gestern Abend das Transplantat bekommen. Die nächsten 5 Tage werden kritisch. Victoria ist doch eine Kämpfernatur. Und die bekommt so viel Unterstützung von Simon, von Felix. Die packt das. Ich hoffe es. Das würde ich mir sonst nie verzeihen. Guten Morgen, Frau Sonnenbichler. Guten Morgen, Simon. Simon, warst du im Krankenhaus? Wie geht's, Frau Tarasch? Ha? Simon,
Ihre Mutter möchte... Um deine Frage zu beantworten, ich war nicht im Krankenhaus. Ich komme gerade von meinem Anwalt. Er erstattet Anzeige gegen dich in meinem Namen. Er muss jetzt nur noch prüfen, ob wegen unterlassener Hilfeleistung oder versuchten Totschlag. Bitte? Also stell dich darauf ein, dass du demnächst vor Gericht stehen könntest. Schönen Tag noch. Sie ab. Es geht Sie nichts an. Wenn Ihre Mutter und mein Bruder darauf verzichten, sollen Sie. Aber Sie, Sie sind noch jung, Sie haben Ihr ganzes Leben noch vor sich. Lassen Sie sich doch nicht in dieses kranke Spiel mit hineinziehen, diese falsch verstandene Opferbereitschaft. Das ist nur Geld, kein Fluch. Meine Mutter sieht das an. Ihre Mutter, denken Sie an sich, Mann. Und an das Mädchen, in das Sie sich verliebt haben. Woher wissen Sie das? Wenn die wüsste, dass Sie das Vermögen vernichten, mit dem Sie ihr eine sorgenfreie Zukunft ermöglichen könnten, was würde die wohl sagen? Wieso Ben? Um es zu verbrennen. Der hat sich verändert. Der ist nimmer der liebenswerte junge Mann, der er mal war. Darf ich dich daran erinnern, dass ich zurzeit noch eine Bewährungsstrafe verbüße? Ach komm, wegen so einer kleinen Rauferei gehst du nicht gleich in den Knast. Wenn der mich anzeigt, habe ich eine Menge Ärger am Hals. Ein bisschen Ärger muss er schon in Kauf nehmen für 2 Millionen. Der will mich aus meiner Position drängen. Das ist so, glaube ich, Losbrühe. Das war die Staatsanwaltschaft. Was wollen die denn von dir? Ich soll wegen Simons Mutter als Zeuge vernommen werden. Du bist schon verabredet? Mhm. Und zwar mit dir. Was machen Sie da? Ich suche was. In meinem Spind?